Unsere verlorenen Perlen, das sind Bücher, die einmal sehr wichtig waren, die große Resonanz ausgelöst haben, aber heute zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Und deswegen stellen wir Ihnen sie noch einmal vor, denn wir finden, sie sind immer noch lesenswert. Diesen Roman, den ich heute für Sie rausgesucht habe, hat die New York Times mal als eines der herausragendsten Bücher dieses Jahrhunderts bezeichnet, also des letzten Jahrhunderts. Und zwischen 1936 und 1944 hat der britische Autor Malcolm Lowry diesen autobiografischen Trinkerroman geschrieben. Mit Unter dem Vulkan hat er sich etabliert als einer der ganz großen englischsprachigen Autoren der Moderne. 1951 erschien der Text dann erstmals auch auf Deutsch. Es geht um Jeffrey Furman. Die Hauptfigur ist schwer alkoholabhängig und Ex-Konsul und schlendert in diesem Buch an aller Seelen am 2. November 1938 durch eine mexikanische Kleinstadt am Fuße des Vulkans Popocatépetl. Deswegen heißt das Buch Unter dem Vulkan. Der Mann ist permanent auf der Suche nach dem nächsten Drink und lässt den Leser durch seine Gedanken an einzelnen Szenen seines Lebens teilhaben. Es sind manchmal auch nur Gedankenfetzen und durch seine inneren Monologe und auch die Orts- und Zeitsprünge veranschaulicht das Buch sehr stark, sehr deutlich die schlechte Verfassung des Protagonisten. Seine Frau Yvonne, die getrennt von ihm lebt, aber ihn immer noch liebt, sucht ihn ein letztes Mal auf, ebenso sein Halbbruder. Sie versuchen ihn zu retten, müssen aber feststellen, dass sie ihn bereits an den Alkohol verloren haben. Und ganz alleine landet der Ex-Konsul am Ende der Geschichte in einer schäbigen Kneipe auf einem Berg. Und da er keinen Ausweis dabei hat, hält ihn eine Faschistenbande für einen ausländischen Spion und erschießt ihn. Aufgrund der vielen Metaphern, der Gedankenfetzen und Wiederholungen gilt der Roman Unter dem Vulkan als eines der bedeutendsten Werke der literarischen Moderne. Eine authentische Trinkergeschichte habe er schreiben wollen, sagte Lowry über sein Buch. Und er konnte dies so authentisch tun, weil er selber alkoholabhängig war. Er starb 57 an einer Vergiftung durch Alkohol und Schlaftabletten. Und die Abhängigkeit von Alkohol war während des Schreibens für ihn eine Metapher für das große Ganze. Im Vorwort von 1948 hat er selber geschrieben, die Trunkenheit des Konsuls soll die allumfassende Trunkenheit der Welt symbolisieren. Während des Krieges, während der Zeit, die ihm vorausging, zu allen Zeiten. Das Schicksal meines Helden kann im Verlauf der 12 Kapitel immer in Beziehung gesehen werden zu dem Schicksal der Menschheit. Und diese großen Themen, die das Buch aufgreift, haben auch alle Literaturkritiker bestätigt. Der Autor schrieb außerdem über Unter dem Vulkan, dass jeder Leser dieses Buch anders empfindet. Mein Roman ist oberflächlich, tiefgründig, unterhaltend, todlangweilig, je nach Geschmack. Ich schlage vor, lesen Sie das Buch und entscheiden Sie selbst.